hoffe, es gefällt euch. Kommt mit, wir schauen uns das zusammen einmal an. Kannefeldpark. Knapp 30 Jahre ruhten hier Gräber ungestört. In der ersten Hälfte vom 19. Jahrhundert hat es hier einen stetigen Anstieg von Anzahl an Bestattungen gehabt. Hier hat Basel schon knapp 30.000 Einwohner gehabt. So ist dann 1868 eine weitere Gottesacker der weit vom Spalendorf gelegene Friedhof Kannefeld eröffnet worden. Wegen der teils würdelosen Zustände der Friedhöfe beschloss man dann in den 1860er Jahren unter anderem mit dem Kannefeld Besserung einkehren zu lassen. Der erste beigesetzte ist der Moler Jakob Neustück. Hier ist gerade ein Bild von ihm, von seiner Kunst mit dem Blick aufs Spalendorf. Es hat bis an die 46.000 bestattete Menschen auf dem Friedhof gehabt. 1952 hat man dann lieblos von Entsorgen von Tausenden von Grabsteinen. Und das hat für sehr zornige Leserbriefe gesorgt. Ja, kommt etwas oder kommt nichts. Falsche Seite. Ja, da kommt nichts. Da muss man verdursten. Naja. Ihr seht das Grabmal vom Kunsthistoriker Johann Jakob Merian. Hier befindet sich heute ein Sandkasten für die Kleinen. Kannefeldpark. Hier war mal ein Feld. An frühere Zeiten hier erinnert die eine Straße, die Entenweidstraße, da damals hier Enten auf dem Feld gehalten wurden.
Spezielle Gottesstatuen, beziehungsweise ja, von den Heiligen, die hier in den biblischen Geschichten vorkommen. Der Haupteingang mit seinen vier Standbildern: Moses, Daniel, Johannes und Paulus. Vom alten Gottesacker ist eine der Sehenswürdigkeiten vom Kannenfeldpark. Es hat auch aufwendige Grabsteine. Einige davon sind richtige Baudenkmäler. Das zum Beispiel das französische Ehrenmal, wo jeweils am 11. November der Gefallenen, die in Basel gelebt haben, gedacht wird. 1952 hat man mit der Umgestaltung zum Park begonnen. Eine lieblose Entsorgung von Tausenden von Grabsteinen hat für zornige Leserbriefe gesorgt. Zum Beispiel wurden 43 Lastwagenladungen Grabmäler im Rheinhafen und gar 30 Lastwagenladungen im Wiesenbord von der Langen Erle verbaut. Heute stehen knapp 850 Bäume in dem Park. Das auf einer Fläche, gerade gesehen, gross im Bild, 8,7 Hektare oder aufgrund der 9 Hektare, womit dies der grösste Parkanlage von Basel ist. An der Ecke vom Friedhof hat es Weiher gegeben, die hat man aber zugeschüttet.
Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video.